Jo, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Witch und wir machen weiter mit dem Track Day vom Zucker Circuit. Eine Runde. Ist ja auch nur ein Rennen, klar. Was haben wir denn für Ausfahrzeuge zur Auswahl? Wir haben einen Ferrari FX. Ach komm, jetzt, wir kaufen sie einfach alle. Und dann suchen wir uns durch. Dann haben wir Königsweg Agera, ja ist. Nächste Bugatti Veyron 16-4 Supersport. Oh, den Königsegg, Jesko. Und den werden wir auch nehmen. Wir haben eh mehr als genug Credits, um uns alle Autos zu leisten. Da wir, wie gesagt, groß im Finale sind, jetzt in der finalen Serie dieses Let's Plays in der Season 3. Ja, fangen wir an. Einige Bugatti dabei. Und eigentlich wollte ich heute noch einen neuen Teamkollegen nehmen. Naja, den nehmen wir dann in der nächsten, am Ende der Folge noch. Was für eine Stimmung hier in Suzuka. Voller Vorfreude auf das heutige Grid World Series Event. Kristen, was steht heute auf dem Programm? Man kann die Begeisterung förmlich spüren. Ich glaube, es gibt hier erbitterte Rivalitäten und die ein oder andere Rechnung zu begleichen. Die Grid World Series ist echt dramatisch geworden. Danke, Kristen. Ich freue mich schon auf das Rennen. Und das gibt's nur hier bei der Grid World Series. Jo. Hiskos. Suzuka. Oh, jetzt ist das Ding. Ich lasse gerade mal laufen. Moment. Und ich schaue nochmal schön verpennt gegen den Ferrari, was das hier vorne war. Sorry. Alter, was für ein Gemetzel hier in dieser beim Auftakt. Halt dich zurück. Du hast jemanden zur Weißglut getrieben. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Chef Bugatti da weg. So, drei Mann sind jetzt vorne ein bisschen abgeflogen. Jetzt 6 Runden mal heute Zeit. Zweite Runde. Du hältst gut mit. Ich versuche mein Bestes gerade. So, jage ich kurz den Ferrari da hinten. Jetzt war komplett außen vorbeigegangen. Der will aber auch gerade. Geh da lieber auf Abstand. Lass dich nicht aus dem Rennen werfen. Okay, angreifen. Ich geb's weiter. Noch 4 Runden. Ja. Wir okay, sehen nur das angreifen Rennen. Bestätigt. Ein bisschen ansetzen für den Fall, dass es die Strafe geben wird. Und zwar berechtigterweise die Strafe, weil wir ja auch nicht abgekürzt haben. In der nächsten Folge. Jetzt auch wieder so ein Einzelding. Aber wir haben jetzt dann auch nur noch 14 Folgen quasi und dann sind wir mit dem Let's Play durch. So, jetzt gibt's. Okay, du hast gerade die Hälfte des Rennens absolviert. Ja gut, es gibt eh nicht viel. Die Kurven sind... Die Runden sind relativ kurz, 44 Sekunden und dann ist die Bestzeit. Jetzt auf 5. Wieder aber die Botanik. Noch 2 Runden. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Vorletzte Runde. Okay, es wird angegriffen.
Ja, verdammt. Letzte Runde. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Komm, ich will ein Auto mindestens noch mit dabei haben. Das zweite Auto will ich mit dabei haben. Komm, 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 ein holst du noch. Ja, kriegt er die Anweisung nicht durch. Ich geb's rein. So, hat er noch geschafft. Wir kamen. Ich weiß gar nicht, ob wir eine Strafe gekriegt haben. Ja, 2 Sekunden, aber ist egal. Wir haben genug Vorsprung gehabt. Gut, damit passt das. Der Jesko setzt sich durch. Alles, was dahinter kommt. Alles, fast alles nur Königsegg gewesen. Die sie da sich rausgepickt haben. Ja, und damit ist das auch relativ kurz, die Folge gewesen. Tut mir leid, liebe Leute. Weil wir heute noch nicht ganz Level 32. Track Day Hypercar Series. Ja, wir haben alle Autos natürlich gekauft, klar. Und es reicht nicht ganz, dass der Teamkollege damit davor geht. So, 3, 2, 1. Wir stehen auf 1, das ist das Wichtigste. Und nach diesem relativ kurzen Tag im Ort mal raus, mit einem etwas kürzeren, letzten Folge meiner sehr erfolgsverwöhnt, geht's heute in eine kleine Pause. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr dann mit dem nächsten Teil. 1, 2, 3, raus und dann auch nur noch 9 Rennen. Also viel haben wir nicht mehr zu tun. Ich gehe davon aus, dass vielleicht noch 3, 4 Aufnahmen haben und dann sind wir durch mit dem Let's Play. Naja, wie immer sei, wie gesagt, ich nehme ja immer mal so als Viererweise auf, also 1, 2. Ja, vielleicht kriegen wir es denn sogar komplett in einem. In 2, 3 Aufnahmen, 4 Aufnahmen zu machen. Wie dem auch sei, wir sehen uns wieder morgen um 14 Uhr dann mit der Hypercar Speed Trophy vom Red Bull Ring und aus Barcelona. Bis dahin. Und tschüss.